Hallo und herzlich willkommen bei Laber Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute tauchen wir ein in die Vergangenheit eines der einflussreichsten Autoren aller Zeiten, in dem Biopic Tolkien. J.R.R. Tolkien. Ich meine, wer kennt diesen Namen nicht? Tolkien hat, ob nun freiwillig oder nicht, tatsächlich das Genre Fantasy begründet, wo früher Gestalten wie Drachen, Feen, Elfen, Zwerge und Kobolde, das alles war Märchen vorbehalten und darauf wurde herabgesehen. Dies hat er geändert mit Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Diese literarischen Werke sind einige der meistverkauftesten Bücher aller Zeiten. Und nicht nur haben sie eben die Literatur unglaublich beeinflusst, sondern die Verfilmungen von Der Herr der Ringe haben die Kinolandschaft nachhaltig beeinflusst. Peter Jacksons Lord of the Rings Trilogie. Ohne diese würde unsere heutige Kinolandschaft gar nicht so aussehen. Der Herr der Ringe hat verändert, wie Blockbuster gefilmt werden, wie sie geplant werden, all das. Und deshalb halt nicht nur waren Tolkiens Werke selbst unglaublich einflussreich, auch die Arbeiten, die seine Werke adaptierten, waren wiederum einflussreich. Und es ist sehr interessant, dass bisher nie wirklich jemand versucht hat, das Leben Tolkiens wirklich zu verfilmen in irgendeiner Form. Denn tatsächlich hatte er ein relativ interessantes und bewegtes Leben, aus dem man einen guten Film, eine gute Geschichte spinnen kann. Und nun hat es sich Fox Searchlight, welches öfter mal solche kleinen Nischenprojekte verfilmt, der Sache angenommen. Und im Vorfeld gab es einiges Tamtam darum, dass die Tolkien Estate diesen Film nicht anerkennt. Und die Tolkien Estate ist auch schon nicht mit den Peter Jackson Herr der Ringe Verfilmung wirklich zufrieden oder sonst was in der Art. Und ich habe wirklich im Vorfeld wahnsinnig gemischte Dinge über diesen Film gehört, aber ich habe mich trotzdem drauf gefreut. Ich dachte mir, vielleicht schafft der Film mich auf andere Art und Weise zu überzeugen. Und das ist tatsächlich eingetreten. Ich würde wirklich nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Es ist allerdings kein Film, der einem Mann wie Tolkien wirklich angemessen ist. Und ich will versuchen, das zu erklären. Dieser Film hat das Problem, dass er nicht wirklich auf Details eingeht und wenn doch, dann auf die falschen Details. Denn was ist so interessant an einem Biopic? Wir wollen gerne sehen, wie die Figur zu dem wird, was sie wird. Gut, das ist in Ordnung. Aber wir würden auch gerne den Arbeitsprozess sehen. Wir würden gerne sehen, wie genau kommt die Figur auf die Ideen oder halt, was genau beeinflusst die Figur auf eine Art und Weise, dass sie eben zu diesem Autoren wird oder zu diesem Musiker oder zu diesem Schauspieler oder was auch immer, wovon auch immer ein Biopic handelt. Und im Fall von Tolkien ist eben das Problem, dass eigentlich alles vor seiner Autorenkarriere beleuchtet wird, aber nicht die Autorenkarriere selbst. Und das kann halbwegs funktionieren und das tut es ja teilweise, aber es ist wirklich ein extrem zweischneidiges Schwert. Denn der Film wird größtenteils innerhalb eines Flashbacks präsentiert, denn die eigentliche Handlung sozusagen ist Tolkiens Zeit auf dem Somme-Schlachtfeld während des Ersten Weltkriegs, wo er verzweifelt versucht, einige seiner Kameraden wiederzufinden mit Hilfe eines Soldaten. Und dort im Prinzip hat er dann diese langen Flashbacks zu der Handlung, die wir größtenteils verfolgen. Und dann folgen wir ihm halt als Kind. Er muss von einer ländlichen Umgebung in eine städtische ziehen. Seine Mutter stirbt, sein Vater ist bereits tot und wird unter die Fittiche von einer Art Patenperson genommen im Prinzip. Und dort lernt er seine zukünftige Liebe Edith kennen. Und außerdem auch die Freunde, mit denen er eine Art Club gründet. Ein Club, in dem es um Poesie und Teegebäck geht. Und diese vier Burschen raufen sich zusammen, lesen sich gegenseitig Poesie vor, versuchen sich gegenseitig zu inspirieren, aber haben eben auch persönliche Reibereien miteinander. Und davon handelt der Großteil des Films. Einmal der Aufbau der Beziehung zu Edith und eben die Beziehung zu den anderen Mitgliedern des TCBS, wie sie sich selber nennen. Und das Ding ist eben, wie
der Film steht und fällt damit, wie interessant man diese Figuren machen kann und diese Beziehungen. Und zugegeben, daran scheitert es nicht wirklich, denn die Darsteller sind hier wirklich, wirklich gut. Nicholas Hoult spielt die Figur auf eine sehr schüchterne Art und Weise, sehr, sehr zurückhaltend und er wirkt nicht besonders welterfahren. Er vergräbt sich so ein bisschen in seinen Büchern und denkt sich diese Zeichnungen und Geschichten aus und all dieses Zeug und findet dann eine Connection zu Edith, welche mit ihm zusammen unter einem Dach lebt. Aber es gibt da eben bestimmte Kontroversen, warum sie sich nicht wirklich sehen können und so weiter und so fort. Und das funktioniert alles halbwegs gut. Und auch die Mitglieder des TCBS sind sehr, sehr liebenswert tatsächlich und versuchen auch farbenfroh herauskristallisiert zu werden. Und das funktioniert sowohl, wenn sie jung sind, als auch wenn sie etwas älter sind. Aber letztendlich wünscht man sich dann doch mehr vom Schaffensprozess zu sehen. Und man kann über diesen Film nicht reden, ohne das anzusprechen. Und deshalb will ich es jetzt gerade heraus sagen. Die Rechte zu Tolkiens Werken, was Verfilmungen angeht, die liegen bei Warner Brothers und New Line Cinema. Und dieser Film ist von Fox Searchlight, was bedeutet, dass sie keine filmischen Rechte haben an dem Werk von Tolkien wirklich. Also sie können eigentlich nichts spezifisch erwähnen, was auf Herr der Ringe oder der Hobbit hinweist, was seine wegweisenden Werke sind. Wie kommt man da drum rum, fragt man sich dann. Warum macht man dann überhaupt einen Film über eine Person, wenn man nicht wirklich dessen Lebenswerk referieren kann? Und der Film versucht sich an so ein paar kleinen Loopholes im Prinzip, halt wo sie dann versuchen, Dinge reinzuquetschen, die aber möglichst vage gehalten sind, und ich versuche das so gut wie möglich zu erklären. Aber das Ding ist, dass das einzige, es kommt glaube ich nur zweimal vor, dass bestimmte Wörter spezifisch genannt werden. Eins ist Eärendil, irgendwann im letzten Drittel des Films, glaube ich. Und das andere ist das letzte gesprochene Wort des Films. Ich lasse euch selbst erraten, welches Wort das ist. Denn das wäre ein Spoiler. Aber es ist, das ist eben so schwierig, denn das Marketing hat versucht, im Prinzip die Zuschauer auszutricksen, in einer ähnlichen Form wie Bridge to Terabithia, wo sie diese ganzen Fantasy-Gebilde zeigen, die Tolkien sieht, größtenteils auf dem Schlachtfeld. Denn die Inszenierung des Schlachtfelds auf Somme ist unglaublich gut gelungen. Es wirkt höllenartig. Es ist wirklich, dieser Film ist grandios fotografiert. Absolut. All diesen Bildern haftet so etwas Verklärtes, etwas Träumerisches an. Der Kameramann Lasse Frank, witzig dann diesen Namensvetter zu haben, er fängt das wirklich in großartigen, nachwirkenden Bildern ein. Und ganz besonders sieht man das eben auf dem Schlachtfeld, halt die verbrannten Baumstümpfe, die schwarze Erde und eben auch diese Höllenvision, die Tolkien hat. Und die Berge von Leichen, an denen sie vorbei ist. Und dieser Film pusht wirklich das FSK ab 12 Rating, was ich gut fand. Denn sowas ähnliches hatten wir in einem anderen Film, zu dem ich noch kommen möchte. In dem Sinne, der Film streut hier und da so kleine Hinweise, aber was richtiges, bildliches Referieren angeht, muss sich der Film unglaublich zurückhalten. Im Prinzip fühlt es sich so an, als würde man diesen Film gucken und man spürt die ganze Zeit einen Anwalt neben sich sitzen, der so, weil es ist wirklich so, als hätten sich die Filmemacher richtig schlimm verbiegen müssen, nicht irgendwie gegen so die rechte Probleme zu verstoßen. Und deshalb hat man diese sehr vagen Visionen, wo sie im Prinzip argumentieren könnten, dass das nicht wirklich was mit Tolkien zu tun hat, sondern das könnte einfach irgendwas sein. Zum Beispiel, oh, das ist kein Nazgul, das ist einfach nur ein schwarzer Ritter. Oh, das ist nicht der Balrog, das ist ein Dämon. Und das ist nicht Smaug, das ist ein Drachen. Halt so ungefähr. Deshalb diese Visionen, obwohl sie ihre Wirkung nicht verfehlen, sind eben entsprechend so generisch gehalten. Und das ist, und ab und zu, vorher im Film, gibt es ein paar clevere Anspielungen, wie ich tatsächlich finde. Man könnte sie offensichtlich nennen, und das sind sie auch. Aber ich fand sie trotzdem halbwegs clever. Es gibt eine Stelle, wo Edith sich über ihre Liebe über Wagner austauschen möchte. Und einer der TCBS-Mitglieder sagt, er findet die Oper zu lang.
halt den Wagners Ringzyklus. Und dann gefällt der Kommentar, eine Geschichte über einen Zauberring muss keine 6 Stunden lang sein und haha. Und später dann versuchen sie tatsächlich Wagners Ring zu sehen und kommen nicht rein und dann spielen sie ein bisschen mit den Kostümen herum und da gibt es dann ein paar Verweise darauf. Und überhaupt funktionierte Edith als Inspiration für Tolkien, für seine weiblichen Elbenfiguren. Und das wird teilweise deutlich in der Art und Weise, wie sie gefilmt und angezogen ist und auch die Gespräche, die sie haben. Es gibt eine Szene in einem Restaurant, wo sie sich über die Sprachen unterhalten, die Tolkien erfunden hat. Und sie wirft irgendwann einen Zuckerwürfel auf einen Hut, auf den Hut einer Dame. Und das ist wohl etwas, das tatsächlich passiert ist. Aber bevor diese Szene sich wirklich noch groß entfalten kann, ist sie auch schon wieder vorbei. Und nur hier und da spürt man so ein bisschen diese Magie, was eigentlich Tolkien so faszinierend fand und warum er überhaupt diese Werke geschrieben hat. Denn Tolkiens Inspiration war, dass er solche Sagen wie Beowulf liebte und es schade fand, dass England nicht diese Art von Volksheldensagen hat. Es gibt auch eine Stelle, wo seine Mutter die Sage von Sigurd vorliest, was wir auch als Siegfried kennen, der Drachentöter. Und deshalb, seine Inspiration war dann einfach, eine eigene zu schreiben. Und das war die Geschichte dahinter, wie das Silmarillion und all das entstand. Und hier und da, es gibt die Szenen mit Derek Jacobi, welcher einen der Professoren an Oxford spielt, wo Tolkien später studiert. Seine Szenen sind wirklich gut. Er spielt diesen exzentrischen Professor, welcher so ein klein bisschen vielleicht die Inspiration für Gandalf später sein könnte, falls es diese Figur halt wirklich gab. Ich bin mir da nicht sicher. Und wie sie sich über Bäume unterhalten, über die Bedeutung von Wörtern. Und es gibt eine ganz bestimmte schöne Szene, wo Tolkien ihm aus seinen Notizen vorliest und da kommt plötzlich die Nachricht, Krieg, England befindet sich im Krieg. Und der Jacobi deutet mit diesem traurigen Gesichtsausdruck auf das Buch und bedeutet ihm weiterzulesen, obwohl da jetzt alle rausgestürmt kommen und oh, es ist Krieg. Ich fand, das war eine wahnsinnig rührende und sehr wirkungsvolle Szene. Und hier und da gibt es ein paar andere Anspielungen auf Tolkiens Werk, aber wie gesagt, sie müssen es so unglaublich vage halten, aufgrund von Rechteproblemen, was so schade ist, weil ich mir nämlich denke, wie viel mehr könnte man hierüber erfahren, wie viel mehr über seine Inspiration, über den Werdegang der Geschichte, darüber, dass die wirklich erstmal gar nicht gut ankamen bei der Kritik, dass im Prinzip Herr der Ringe als ein Kinderbuch, das irgendwie ausuferte, beschrieben wurde und als schrullig und schlecht geschrieben bezeichnet wurde, als dass es wirklich passiert. Aber auf all das geht dieser Film eben nicht ein. Es geht einfach nur um das Leben des jungen Tolkien, bevor zu dem Tolkien wird, der er ist. Und es gibt eine ganz besonders schöne Einstellung, wo sie diese berühmte Pfeifenpose von Tolkien nachahmen. Und da dachte ich, ah, das ist sehr, sehr gut. Denn wie gesagt, all diese Schauspieler machen eigentlich einen sehr guten Job und der Film ist auch wirklich sehr solide inszeniert. Das Problem ist nur, dass Szenen sich teilweise auf eine gewisse Art wiederholen. TCBS, die sitzen zusammen und diskutieren über Poesie und Malerei und sie haben diesen besonderen Leitspruch, füreinander aufzustehen und für die Sachen zu kämpfen, die etwas bedeuten. Aber so nach und nach werden diese Szenen ein bisschen dröge, leider. Und wann immer es zu dem Kriegsgeschehen zurückschaltet, da erwacht dieser Film mal so ein klein bisschen zum Leben, aber diese Szenen sind größtenteils sehr kurz, bis dann zum Ende, wo dann wirklich diese unglaublich visuell beeindruckende Szene kommt, mit vielen, vielen sterbenden Soldaten und all dem. Und interessanterweise eben fungiert diese Geschichte auch als Parallele zur Handlung von Herr der Ringe. Denn Tolkien ist unterwegs auf dem Schlachtfeld, im Prinzip unterwegs nach Mordor. Und sein Begleiter heißt Sam. Und das fand ich in dem Sinne auch, kann man wieder sagen, zu offensichtlich. Aber ich fand das ehrlich gesagt ganz clever. Auf diese Art und Weise, wo sich die Filmemacher auch dachten, wir versuchen hier so gut es geht in irgendeiner Form diese Parallelen zu ziehen. Das muss man über Tolkien wissen. Was er gehasst hat, ist, dass Menschen Parallelen zwischen seinen Werken und echten Dingen hergestellt haben. Er hat es gehasst. Er wollte, dass die Geschichten für sich stehen und er wollte nicht, dass Menschen denken, oh, dies bedeutet, dies steht symbolisch für das hier und so weiter. Aber man kann nicht bestreiten, absolut nicht bestreiten, dass in seinen Werken Dinge zu finden sind, die von echtem Leben beeinflusst werden. Seine Liebe zu Bäumen, seine Abneigung gegenüber Fabriken und modernen Technologien und all dem. Und darauf geht der Film teilweise ein, halt ganz besonders mit Bäumen. Aber das Problem ist, sogar über Tolkiens
Geschichte während des Krieges ist viel, viel mehr bekannt, woraus sie mehr hätten machen können. Unter anderem war eine seiner Aufgaben, die Offizierspferde zuzureiten. Und wann immer er sich von einem dieser Tiere trennen musste, wenn er sie abgeben musste und den Offizieren, um sie den Offizieren zu überlassen, hat es ihm das Herz gebrochen. Und das ist einer der Gründe, warum in vieler seiner Bücher so große also so viel Bezug zu Pferden entsteht. Halt, das ist der Grund dafür. Und daraus hätten sie so viel machen können hier und das wird mit keinem Wort erwähnt. Einfach nichts. Das ist so wahnsinnig schade. Das Einzige, was hier in gewissem Sinne diese besondere Magie verströmt, ist Thomas Newmans Score. Denn der ist absolut fantastisch. Definitiv eine der besten Filmmusiken dieses Jahres. Es ist so eine unglaublich großartige, schöne Musik, die wirklich den Geist von Tolkiens Welt mehr atmet als tatsächlich dieser Film selbst, was unglaublich schade ist. Denn wie gesagt, die Performances sind gut, man sieht, die Filmemacher hatten die bestmöglichen Intentionen und große, große Liebe zu seinem Werk und zu seiner Persona. Aber letztendlich scheitert der Film daran, dass er nicht wirklich konkret werden kann, wenn es darum geht, über das eigentliche Werk von Tolkien zu sprechen. Ironischerweise, wenn ihr die Extended Editions von den Herr-der-Ringe-Filmen habt, dort findet ihr ausführliche Dokumentationen über Tolkien und darin lernt ihr sicher mehr über ihn als durch diesen Film. Ihr lernt garantiert auch mehr über Tolkien und sein Werk, wenn ihr einfach nur die Herr-der-Ringe-Filme von Peter Jackson schaut. Und deshalb, weil das Ding ist, der Film ist so unglaublich vage, was sein Lebenswerk angeht, dass wenn man hier ein paar Namen streichen würde und so ein, zwei Details rauskürzt, dann könnte das ein Film über sonst wen sein. Und das ist nicht der Sinn eines Biopics. Nämlich, ich habe vor kurzem mit meiner Mutter zusammen Goodbye Christopher Robin gesehen, mit Domhnall Gleeson als A.L. Milne, dem Autor von Winnie Pooh. Und obwohl die Rechte von Winnie Pooh bei Disney liegen, fühlte sich der Film nicht eingeschränkt an durch diese Tatsache, sondern der Film hat es wirklich geschafft, eine sehr, sehr authentische und lebensnahe Geschichte über die Kreation von Winnie Pooh zu erzählen, aber auch über die Menschen dahinter, darüber, wie das Buch rauskam, was für einen Einfluss es hatte auf die Welt und wie es weiterging. Und auch dort gibt es die Erste Weltkriegsthematik. Auch dort geht es darum, wie A.A. Milne von seiner Zeit als Soldat gezeichnet wurde und aber auch darum, dass dann ein neuer Krieg kommt. Und hier in dieser Film geht natürlich nicht so weit dann in die Zukunft sozusagen. Aber halt, man sieht, dass es anders geht. Man sieht, dass man das alles konkreter und detaillierter machen kann. Und bei Tolkien einfach bleibt nicht mehr als ein paar winzig kleine Verweise, halt zum Beispiel auch, er zeichnet bestimmte Bilder. Und da sind ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, oh, beeindruckend, dass sie damit davongekommen sind, wo man dann plötzlich doch so etwas erkennt wie die schwarzen Reiter oder dann einfach die Zeichnung einer Riesenspinne oder ein Turm von einer bestimmten Form oder eine geisterhafte Figur, so eine schwarze Figur mit einer gezackten Krone. Aber das ist alles eher im Hintergrund. Da, ja, wie gesagt, garantiert Anwalt, ne? Das ist das Problem. Dieser Film hat einen grandiosen Score. Er sieht wirklich, wirklich gut aus. Er ist solide inszeniert. Aber letztendlich fühlt er sich etwas langweilig an, obwohl er nur anderthalb Stunden geht, weil der Film es nicht wagen darf, wirklich auf die interessanten Details von Tolkiens Leben einzugehen. Die Tatsache, dass er als Kind in Afrika gelebt hat, wird in einem Nebensatz erwähnt. Andere besondere Dinge, die in seinem Leben etwas eine Rolle spielten und welche Leute er beeinflusst hat. Alles, wirklich, wirklich schade. Letztendlich ist es eine Mischung aus Liebesgeschichte und Kriegsdrama. Und ist nur so nebenbei eigentlich über den Werdegang eines der bedeutendsten Autoren aller Zeiten. Und deshalb, weil ich spreche eine vorsichtige Empfehlung aus, weil ich mir denke, wenn ihr Tolkiens Werke liebt, so wie ich es tue, und die Dinge, die seinen Werken entsprungen sind, dann werdet ihr diesem Film einiges abgewinnen können. Hier gibt es halt hier und da einige Easter Eggs, die bestimmte Fans garantiert zu schätzen wissen werden. Aber letztendlich ist dieser Film nicht genug, um wirklich als Standalone zu funktionieren. Wenn man vorher nichts über Tolkien wusste, wird man hiernach nicht viel mehr über ihn wissen. Und deshalb empfehle ich, falls ihr diesen Film anguckt, guckt bitte auch die Dokumentation auf den Extended Editions und überhaupt die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Denn darin lernt ihr garantiert mehr als durch diesen Film, was wahnsinnig schade ist.
Ich danke euch trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß im Kino. Bis dann.